Woher nehmen Sie denn die Zahlen oder die Belege, dass dieser Sozialmissbrauch in großem Stile stattfindet? Da gibt es ja auch schon Reaktionen von der Bundesagentur für Arbeit, dass das gar nicht der Fall sei. Ja, Sie sprechen gerade ein ganz wichtiges Thema an. Ich habe ja auch eben angesprochen, dass dieses Phänomen recht alt ist. Es ist ja bekannt. Und jetzt gebe ich Ihnen auf zu raten, von wann dieser Artikel ist. Geflüchtet nach Deutschland, Urlaub in der Heimat. Flüchtlinge beantragen Urlaub und reisen genau dorthin, von wo aus sie angeblich vor Krieg und Terror geflohen sind. Was das für den Schutzstatus bedeutet, ist unklar. Beamte, die davon erfahren, sollen das für sich behalten. Es geht hier um Syrer, Afghanen, Libanesen, Iraker. Und das sind Beispiele aus mehreren Berliner Arbeitsagenturen, die davon ausgehen, dass es nicht nur ein Hauptstadtphänomen ist. Und da wird ein Mitarbeiter zitiert, der Bundesagentur. Ich zitiere: Falls einer meiner Kollegen davon erfahren würde, dürfte er diese Information aufgrund des Datenschutzes nicht weitergeben, auch nicht an andere Behörden, wie zum Beispiel die Ausländerbehörde. So, und was heißt das für uns? Erstmal ist der Bericht 6 Jahre alt. Das ist aus dem Jahr 2016. Das weiß man also schon seit Jahren. Getan wurde nichts. Und darum habe ich eben ganz klar gefordert, diesen Phänomenbereich mal endlich aufzuklären. Und ich kann mir auch überhaupt gar nicht erklären, warum diese Leute, aus meiner Sicht Straftäter und Sozialbetrüger, von unserem Gesetz auch noch gedeckt geschützt werden, wenn sie Sozialbetrug begehen. Das darf man eigentlich überhaupt gar nicht machen. Das ist Veruntreuung von Steuergeldern.